Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es ja eingangs anmoderiert. Dieser Sportsommer war, denke ich, ein besonderer. Und wir können und wollen auch nicht über alle sportlichen Höhepunkte diskutieren, aber wir wollen hauptsächlich über die Ereignisse dieser Tour de France sprechen. Da haben wir hier, wie Sie vorhin gehört haben, den absoluten Experten. Und dann wollen wir nochmal ausführlich zu dem Thema, was hat sich bei den Olympischen Spielen oder ich habe gesagt, leider wurden es ja dann doch Hajo Seppelt Spiele. Ich war krank, hatte Zeit, Tour zu gucken und körperlich war es schlecht, aber geistig war ich doch noch einigermaßen dabei. Und dann auch Rio zu gucken und der Einzige, der in Rio sofort immer als Erster zu sehen war, war Hajo Seppelt. Ja, ich kannte den Mann gar nicht. Wir werden Ihnen heute die zweifelhafte Ehre tun, das mal aufzuklären. Was hatte der da eigentlich für einen Auftrag? Weshalb geisterte der da immer rum? Ich springe mal als Erstes, um hier vor allen Dingen unseren Sportler, ehemaligen muss man ja sagen, unseren Journalisten und unseren Sportfunktionär, der sich für uns jeden Tag raushängt. Ich kenne deinen Ablauf, ja, Andreas, zu Wort kommen zu lassen. Olympische Spiele in Rio. Vielleicht ist man auch mit der Stadt Rio nicht ganz fair umgegangen. Das schaffen wir heute nicht mehr, Andreas. Abschneiden der deutschen Sportler. Ich würde das mal so anmoderieren und dann bitte ich sich rege hier zu beteiligen, auch über Sommersportarten bitte. Aber da kennst du dich ja sowieso aus. Wen guckst du jetzt an? Dich. Ach so, schon klar. Ja, weil du bist ja auch Radsportlerin und hast jetzt gerade in einer Sommersportart bist du Weltmeisterin geworden. Das Abschneiden der deutschen Sportler, Andreas, ich gebe jetzt mal den Ball zuerst zu dir. Wir waren ja jetzt rechtslastig, jetzt sind wir linkslastig, hast du gar kein Problem damit. Nee, aber nicht politisch. Dafür sitze ich ja in der Mitte. Ein bisschen Spaß muss sein. Das Abschneiden der deutschen Sportler war ja nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. So habe ich es aufgefasst. Ich sage mal, die Fakten für dich, gebe die nochmal vor und fürs Publikum. Das Ziel waren 44 Medaillen. Es gibt ja noch Zielstellungen. Das ist nicht erreicht worden. Aber es gab fünfmal mehr Goldmedaillen, also fünfmal mehr Siege als in London. Insgesamt 17 Goldmedaillen, wenn ich das richtig rausgeschrieben habe. Wir sind vierter Platz in dieser auch inzwischen umstrittenen Länder-Nationen-Wertung nach Siegen und fünfter, ich glaube die Medaillenwertung ist dann die offizielle, fünfter Platz nach Medaillen. Wie würdest du das einschätzen? Also wir waren nach beiden Wertungen Fünfter. Du warst das ja ist, da, Entschuldigung, ja, mein Damen, ja, er war in Rio, deswegen. Ja. Aber ich glaube, man kann es werten noch ein bisschen besser, wenn man nicht dabei ist. Man bekommt natürlich vor Ort nicht ganz alles mit. Und du hast ja ein paar Sachen noch angesprochen, die ich schon mal irgendwo ranstellen möchte nachher. Wie man mit Rio als Stadt umgegangen ist und auch mit Olympischen Spielen. Aber erstmal die Wertung, sage ich einfach mal. Wir haben, denke ich, hier eine Situation, dadurch, dass die Entwicklung des Sports ja überall weitergegangen ist, dass man mit der Förderung in Deutschland nicht Schritt gehalten hat. Das muss man einfach sagen. Viele Länder haben an vielen Stellen dort wesentlich mehr gemacht, wesentlich aufgerüstet, haben Programme entwickelt, wie kann man Leistungssport insgesamt besser fördern. Und da rede ich nicht nur von China oder sowas, ich rede auch von England, ich rede von Frankreich, Italien und auch viele andere Länder. Und dementsprechend muss man sagen, war das Ergebnis vor 4 Jahren in London ähnlich wie dem, was wir jetzt in Rio erlebt haben. Aber es gibt doch noch ein paar Besonderheiten an dieser Stelle, weil es so ist, dass viele Sportarten, die eigentlich in Deutschland mal sehr, sehr erfolgreich waren, diesmal in Rio eigentlich nicht erfolgreich waren. Und das ist eigentlich auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, der da eine Rolle spielt, weil dort andere eben wesentlich anders gehandelt haben, was eben Förderung oder Ähnliches betrifft. Wenn man überlegt, dass die deutschen Schwimmer nicht eine Medaille gewonnen haben, dass unsere Leichtathleten nur in wenigen Disziplinen eigentlich erfolgreich waren, das sind Sachen, das waren Kernsportarten in Deutschland, sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland. Und das sind natürlich Entwicklungen, die tun einem schon ein bisschen weh. Und da kommen wir eigentlich nochmal zu dem Punkt, den wir am Anfang so ein bisschen spaßig gesagt haben. Was ist mit Trainingszentren, was ist mit Talentsichtung und Ähnlichem? Das sind Sportarten, die nicht unbedingt so im Mittelpunkt der
ich sage mal, der Medien stehen, die, wo du teilweise eben auch nicht so viel Geld verdienen kannst, aber du musst unheimlich viel arbeiten, um dahin zu kommen. Und das sind so ein paar Punkte, die wir in Deutschland eben nicht erkannt, also nicht erkannt wurden, die nicht begleitet wurden. Und so brauchen wir uns auch nicht wundern, dass solche Ergebnisse kommen. Es ist doch einfacher heute, ich sage mal, wirklich ein paar Töppen zu nehmen, auf den Fußballplatz zu gehen, man bewegt sich, man macht auch Sport, das ist ja toll. Aber es ist eben nicht das, dass eben Hunderte zur Leichtathletik strömen oder Hunderte zum Turnen strömen oder zum Schwimmen, weil es ist eben wesentlich anstrengender, dort eben Weltspitze zu erreichen als in anderen Sportarten. Mhm. Also das ist an uns nicht vorbeigegangen. Wir haben dieselbe Situation übrigens auch in Brandenburg. Sagen, die Leichtathletik hat ganze 3 Medaillen errungen und der Radsport leider auch nur 2 Medaillen. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine Tendenz, die ist, ich sage mal, wie deutschlandweit. Wir haben es in Brandenburg leider auch und deswegen, das muss man auch so sagen, hätten wir nicht unsere Kanuten gehabt, die 5 olympische Medaillen gewonnen haben, dann hätten wir auch ganz schön alt ausgesehen. So kann man sagen, hat das Land Brandenburg mit 7 Medaillen, davon, ich sage mal, 4 Beteiligungen an Goldmedaillen. Das ist ein tolles Ergebnis. Dazu kommen auch die Paralympischen Spiele, was man mal auch nicht vergessen soll, das Land Brandenburg eben auch mit 6 Medaillen dabei ist. Das Brandenburger Ergebnis nochmal bitte, weil das hat... Ja, wir waren, also die Brandenburger haben 7 Medaillen bei Olympischen Spielen, waren wir beteiligt. Davon dann 4 Goldmedaillen, 2 Silber, 1 Bronzemedaille. Und wir haben bei den Paralympischen Spielen auch nochmal 6 Medaillen, jeweils 3 Silber und 3 Bronze gewonnen. Das ist ein tolles Ergebnis, da kann man überhaupt nicht mehr ran. Unter anderem auch eine Cottbusserin, ja, eine Cottbusserin bei den Paralympics. Nicht nur eine. Ja, aber eine auch, die Jana Majunke, die Dreiradfahrerin. Ja, aber die Franzis Hermann, dann hast du die Martina Willing, die inzwischen für Cottbus startet. Also es ist schon ein paar mehr. Ja. Was mich besonders beeindruckt hat in Rio, das war das tolle Abschneiden der Ballspieler, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Ja. Also fast alle Ballsportarten, haben ja irgendwo Medaillen gebracht, ne? Bis auf, und das tut mir ein bisschen weh, bis auf die Golfer. Das sind ja auch Bälle, ja? Das sind kleine Bälle, ja? Und viele bezweifeln ja, dass Golf Sport ist, aber Golf war zum ersten Mal seit 1904 wieder dabei bei den Olympischen Spielen, ne? Und es sind auch Golfbälle. Gut, Martin Keimer hat ein bisschen geschwächelt, aber alle anderen Ballsportler, ja? Nehmen wir die Fußballer, Frauen und Männer. Und da war ein Cottbusser, ein ehemaliger Cottbusser dabei, maßgeblich beteiligt auch, ja, leider auch die unglückliche Figur, Nils Petersen, ja. Ja. Haben aber immerhin Silber gewonnen, ja, gegen Brasilien verloren, ich habe es gesehen. Oder FC Energie. Ja, genau, ja. Nicht? Aber auch Handballer, ne? Hockey, du weißt es besser, Beachvolleyball, ja, auch optisch nicht so schlecht jetzt anzusehen. Ja. Also sensationell und das war für mich die positive Überraschung. Also ich kann das nur bestätigen, ich bin doch ab und zu mal abends auch zu den Beachvolleyballerinnen gegangen und habe mir das angeguckt, das war schon toll. Aber es ist natürlich nicht so, dass alle Beispielsportarten dabei waren. Also du hast jetzt ein paar genannt, das sind natürlich die, die auch in der Öffentlichkeit am meisten drinstehen. Es waren zum Beispiel keine Volleyballer dabei, keine Wasserballer dabei, keine Basketballer aus Deutschland dabei. Aber auch das ist zum Beispiel so ein Zeichen, da eine Mannschaft noch irgendwo zu motivieren und ranzubekommen, die dann sich dafür hergibt, gerade im Basketball. Wir hatten das ja gerade auch, als die Europameisterschaft in Deutschland war, wo einige Profis dann gesagt haben, okay, wir spielen mal mit. Aber so einfach ist das heute nicht mehr. Und das ist genau das Gleiche. Bei den Sportarten war es diesmal toll. War nämlich in London genau umgekehrt. Da hatten wir so gut wie gar nichts. Aber das war auch nötig, um das andere zu kompensieren, was ich gerade auch angedeutet habe. Aber schön ist trotzdem, dass wir traditionelle Sportarten haben, also gerade in Brandenburg mit Rudern, mit den Kanuten, dann ich sage mal auch mit den Cottbuser Radsportlern vor allen Dingen. Leider hat es dazu eine Medaille nicht erreicht, das hat verschiedene Gründe, es kann nicht immer klappen, aber da sind wir zum Beispiel auch bei so einem Thema, was wir nachher irgendwo noch ansprechen, wie sind Systeme aufgebaut. Die Engländer, die dort fast alle Goldmedaillen gewonnen haben, haben in den 3 Jahren davor bei Weltmeisterschaften so gut wie keine Rolle gespielt. Und da muss man auch drüber nachdenken. Ja, im Radsport genauso, ne? Einer hat das auf den Punkt gebracht, dass ich meine Idee hatte, gesagt, Winnetou hat für Deutschland gewonnen, Schießen und Kanu. Mhm. Ja? Karl May lässt grüßen. Nein, also nur noch mal, um diese Sportarten hervorzuheben. Aber was ist mit den Schwimmern zum Beispiel? Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Schwimmer, ich nehme ja ein bisschen die Worte aus dem Mund, aber die Schwimmer, immer wirklich eine Bastion, nicht? Und haben in meinen Augen kläglich versagt. Ja. Liegt das daran, dass einfach das System falsch ist? Haben wir zu wenig Profis bei den Schwimmern oder was ist der Grund, Andreas? Naja, es gibt dafür, also erstmal ist es so, es ist nicht neu.
wenn wir bei den letzten Spielen nicht Einzelsportler gehabt hätten, wie die Britta Steffen oder sowas, hätten wir auch nichts gehabt. Also das hat ein bisschen das kaschiert, das muss man mal so deutlich sagen. Aber ein Hauptgrund liegt natürlich daran, dass man gerade im Schwimmen, gerade schon im Kindesalter das beginnen muss und über viele Jahre sich quälen muss, bis man erstmal an dieser Stelle irgendwo angekommen ist. Und da sind wir an einem Punkt, der in unserer heutigen Gesellschaft eben doch eine Rolle spielt. Was passiert mit mir, wenn ich mich dafür entscheide, diesen Sport zu machen. Ja. Wie sieht mein Leben aus? Du hast eine Streckung in der Schule drin, verlierst dort ein paar Jahre, gehst in die Ausbildung rein. Ich rede mal nicht von der Entbehrung, ich rede mal auch von dem, was auch danach kommt, wo man einfach auch dran denken muss. Du bist 18 Jahre, hast noch nicht mal das erste Jahr vom Abitur weg. Keine Perspektive. Genau, die Perspektive muss geschaffen werden. Das ist das, wo schon seit 10 Jahren auch in Deutschland drüber gesprochen wird, die duale Karriere. Es ist vorhin noch angedeutet worden, es gibt dort schon einige gute Ansätze. Begann ja mal mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr, dann die der Bundespolizei. Inzwischen haben wir im Land Brandenburg auch eine Sportfördergruppe der Landespolizei, eine der Feuerwehr. Und wir sind momentan auch dran, dass man dort doch, sag mal, das Land oder auch bestimmte Kommunen oder Landkreise in die Pflicht nimmt und einfach sagt, wenn ein Sportler eine adäquate Ausbildung wie ein anderer auch hat und auch abschließt, dass man ihm auch die Möglichkeit geben könnte, eine Perspektive zu haben, die eben über diese sportliche Zeit hinausgeht. Und das ist eigentlich so ein ganz entscheidender Punkt in den Sportarten, über die wir gerade gesprochen haben. Und das ist, wo du kein Geld verdienen kannst mit, wo du aber Ruhm und Ehre für Deutschland einfahren kannst, aber danach eben auch die Möglichkeit haben musst, irgendwo von leben zu können. Zu Ruhm und Ehre kommen wir gleich nochmal, auch sehr gerne. Aber was mich noch interessiert und was mich auch bewegt hat, es gab ja schon ad hoc Schlussfolgerungen und Vorschläge nach dem schlechten Abschneiden. Zum Beispiel unser Radsportler, speziell der Bahnradsportler. Wir hatten ja Christina Vogel war ja nicht so schlecht, oder? Gesprochen, genau, dass die großen Zeiten des deutschen oder DDR und westdeutschen Bahnradsports irgendwie vorbei sind. Und jetzt kommt Detlef Übel, unser Cottbuser Radsport-Urgestein, Bundestrainer seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, der ist fast seit der Wende Bundestrainer. Ja. Und hat diesen Vorschlag gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, meine Damen und Herren. Gleich in Rio, glaube ich, noch. Rainer, korrigiere mich, aber es war unmittelbar oder danach. Er hat gesagt, wir müssen von den Briten lernen, zum Beispiel. Die sind ja an uns im wahrsten Sinne des Wortes vorbeigefahren, was uns besonders peinlich, da echauffiere ich mich mal ein bisschen, sein sollte, denn sie machen es mit unseren erfahrenen deutschen Trainern und sie machen es nach unseren Plänen und auch der Gesamtbetreuung und haben einen Schwerpunkt, nämlich in Birmingham. Und jetzt kommt der Review und sagt, lasst uns das doch, wenn die schon weggefahren sind, das konnte man ja sehr deutlich sehen auf der Bahn, lasst uns doch einen Radsportschwerpunkt da machen, wo wir die besten Bedingungen haben, hat ja auch ganz viel Geld gekostet, ist gerade wieder umgebaut worden, ja? Unsere schöne Halle, nicht weil ich die mal mit ins Leben gerufen habe oder dafür gekämpft habe in Frankfurt-Oder. Und das ist vom jetzigen Bahn-Ausdauer-Bundestrainer, das ist so ein verwirrter junger Mann mit einem roten Bart. Keine Ahnung, wie der zum Radsport kommt. Vielleicht hat er andere Vorteile. Ich habe ihn ein paar Mal erlebt, weil ich Nico Häslich ein bisschen betreue. Der rennt ein bisschen verwirrt durch die Radrennbahn. Ich weiß nicht, wenn Sie das wissen, beim Verfolgungsrennen, da steht er immer falsch. Weißt du? Du weißt ja, wo der Trainer da zu stehen hat. Kann ja nicht gehen, wäre ich wahnsinnig, aber gut, höre ich jetzt mal auf. Der hat das sofort mit Hilfe seiner westdeutschen Kameraden als Funktionäre, hat den Übel sofort wieder an die Wand gedrückt, kommt gar nicht in Frage nach Frankfurt oder da kommt kein Schwerpunkt hin. Nee. Das kann doch nie sein. Und zum Schluss wird im Bahnradsport, bleibt alles so, wie es war. Also die Wahrscheinlichkeit, dass alles so bleibt, wie es war, die ist wahrscheinlich relativ hoch. Aber ich glaube, das ist in dem Moment nicht der Situation geschuldet, dass Frankfurt-Oder ist. Wir haben ja in Deutschland genau diese... Doch, das muss ich wieder widersprechen, wurde gesagt, sind nicht die logistischen und weichen Standortfaktoren da gibt es keine Spielhölle oder keine Nachbar oder sowas. Sicher, das ist in dem Falle geäußert worden, ich weiß auch durch wen. Ja. Aber es ist ein generelles Problem. Also diese Konzentration der Sportlerinnen und Sportler an bestimmten Standorten
ist in Deutschland eigentlich nicht durchzusetzen. Jeder hat seine Selbstbestimmung, jeder lebt das auch aus, auch als Sportler. Jeder hat seinen Landesfürsten, der dann irgendwas noch macht in den einzelnen Verbänden. Also das ist äußerst kompliziert. Also dieses Dirigistische, und das kriegst du hier eigentlich so gut wie nicht hin. Aber weil das haben wir in allen Sportarten. Das ist in Großbritannien schon deshalb auch anders, weil dort eben auch andere, ich sag mal, Ziele und Anreize gesetzt werden, um dieses so durchzusetzen. Also die Belohnung eines Olympiasieges in Großbritannien mit dem eines in Deutschland zu vergleichen, das ist schon anstrengend, ja, weil die Zahlen in Großbritannien so groß sind. Dann bitte und wir haben, jetzt gerade, in Deutschland, wissen wir es ja, stand ja auch in Zeitung, kriegst du maximal 20.000 Euro für einen Olympiasieg, also für das Beste, was es in der Welt überhaupt gibt. Und wenn wir dort eine Null und vorne noch ein paar andere Zahlen ranhängen, das ist das, was man dann in Großbritannien als Lohn für diese Arbeit kriegt. Und es gibt noch eine zweite Geschichte, die da ganz entscheidend ist. Das ist die Frage, in Deutschland ist eine Ungeduld da. Und du musst, ich sag mal, jedes Jahr, und das können mir ja die Kollegen Sportler hier auch ganz eindeutig bestätigen, jedes Jahr immer wieder nachweisen, dass du gut bist. Ja. Du musst immer wieder eine Spitzenleistung abrufen und das ist doch überhaupt nicht möglich, also für keinen Menschen auf der Welt ist meine Auffassung dazu, dass du jederzeit in jedem Jahr immer eine Spitzenleistung abrufst. Machst du das in Deutschland nicht? Bist du erstens im Verband fast unten durch, dann kommst du vielleicht nicht in die Förderung rein und zermanschen die Medien. So, und das ist ein ganz extremes Problem, was die nicht haben. Das ist richtig. Sehr mutige Worte. Danke. Aber das ist richtig, natürlich. Aber andererseits muss ich sagen, dass Deutschland natürlich auch irgendwo verwöhnt ist oder auch die beiden deutschen Staaten verwöhnt sind, vor allem durch die DDR auch. Ja? Es gab ja eben Zeiten, und das ist der Maßstab für viele, wo wir eben an Nummer 1, an Nummer 2, Nummer 3 gestanden haben am Medaillenspiegel. Und daran messen uns eben jetzt auch noch viele, ne? Und fragen eben auch, wieso ist das jetzt nicht mehr möglich? Ja? Wo wir endlich mehr Möglichkeiten haben, ja? Mehr finanzielle Möglichkeiten, einfach auch eine größere Nation sind. Und das ist eben das, wo ein gewisser Widerspruch sich auftut. Aber dann müsste man natürlich auch diese Möglichkeiten überhaupt erstmal den Leuten geben und sie auch einsetzen. Wir haben es, glaube ich, heute stand es in der Zeitung wieder, zumindest ich habe es heute gelesen. Also die Spitzensportförderung in Deutschland durch den Bund beträgt 160 Millionen Euro. Das hört sich unheimlich viel an. Aber wenn man überlegt, dass davon Trainingsstätten unterhalten werden, dass Trainer bezahlt werden müssen, dass davon internationale Wettkämpfe bezahlt werden, dass davon im Prinzip alles beglichen wird, was in irgendeiner Stelle öffentliche Förderung im deutschen Spitzensport ist, dann ist das verschwindend gering. Und das sind Relationen, die sind in anderen Ländern völlig anders. Und dann müssen wir auch eins dazu weiter sagen, auch die Unterstützung der Wirtschaft hat sich in Deutschland auf die Spielsportarten konzentriert. Und das ist in anderen Ländern auch anders. Du findest in Deutschland keinen Konzern mehr, hatten wir ja mal, ich sage mal Mercedes beim Reiten oder auch beim Fechten, ist inzwischen ja alles so gut wie nicht mehr, konzentriert sich alles nur noch auf die Spielsportarten und damit ist das, ich sage mal, einfach auch erklärbar. Absolut d'accord, ja. Absolut d'accord. Kleines Beispiel, ich habe jahrelang auch medizinisch einen Weltklasse-Turner betreut, zweimaliger Weltmeister, will jetzt keinen Namen nennen, die Cottbusser kennen ihn. Kannst du nennen. Ist auch ein Freund von uns. Und so. Und er hat ganz klar herausgesagt, ne, wo es darum ging, nochmal sich zu quälen, nochmal zu motivieren, nochmal in 4 Jahre ranzuhängen, sagt er, für 3.000 Euro im Monat, ne, ja, tue ich mir das nicht mehr an. Ja. Und dann geht es weiter, die Medien, ne, wenn man guckt, was zum Beispiel diese Sportarten, ja, die Turner, ne, zum Beispiel, ja, haben wir jetzt nicht dabei, aber zum Beispiel für ein Feedback bekommen, ja, oder für einen Widerhall in Zeitungen, nicht? Da werden 3 Seiten berichtet, ja, über Kreisliga-Fußball, ne? Aber wenn ein Weltmeister das irgendwo, sind mehr ja, Seiten. Oder mehr Seiten, ne? So, und das verstehe ich dann zum Beispiel nicht, dass so dann diese Sportarten auch und solche tollen Weltklasseleistungen dann nicht gebührend gewürdigt werden. Ja, oder in den öffentlich-rechtlichen Medien auch nicht irgendwie mal Sekunden bekommen oder so. Ja, also das ist schon Wahnsinn. Aber nochmal zu der Olympiasiegprämie. Wenn man zum Beispiel 2 Olympiasiege holen würde, würde man trotzdem nur für eine die Prämie bekommen. Also das ist auch limitiert. Ach so. Ja.
Es wird immer nur für die beste Leistung, die man sozusagen holt und dennoch vorsteuern, genau. Und also das ist schon wirklich ein Witz gegenüber anderen Nationen und da sind andere Nationen einfach weit voraus und da ist es natürlich die Motivation, den Sport zu machen, dann relativ, warum soll ich mich quälen, wenn ich vielleicht in anderer Seite irgendwie berufliche Nachteile, aber das ist doch aber eine Stellschraube, da muss man ja gar nicht verzweifeln eigentlich, Andreas, das ist doch eine Stellschraube, die man jetzt auch in Auswertung, und die Bevölkerung steht ja in hohem Maße auch dahinter, die man ja ändern kann, wenn man es denn wollte. Das ist ja nichts, dazu muss man ja nur Beschlüsse fassen. Da sind wir uns ja hundertprozentig einig. Frank hat es ja eben nochmal gesagt, Deutschland ist ja kein armes Land. So, und wenn man dann eben diese 160 Millionen für all das, was ich beschrieben habe, sehe, finde ich das schon ein bisschen dürftig. Ja. Also da müsste auf jeden Fall was passieren, aber es findet ja gerade, es dauert schon 2,5 Jahre, eine Diskussion um den Leistungssport in Deutschland statt und man findet ja überhaupt keine Ansätze und keine Einigung. Wo wir die herholen könnten. Ja, ne, lass mal, da gibt es hier noch 8,1 Milliarden öffentlich-rechtliches Fernsehen. Zum Beispiel. Okay. Nee, aber wie gesagt, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu machen, aber es muss natürlich irgendwo auch gewollt sein und muss auch angedacht sein. Und ich sage einfach mal, das mit den Prämien ist ja das eine. Ich sage mal, es gibt ja viele Möglichkeiten, sowas zu machen. Also ich würde viel charmanter finden, man hätte eine lebenslange Rente in einer bestimmten Größe. Und das so eine Sicherheit bringt, dass man eben sagen kann, hier ist es so. Und vor allen Dingen, das ist auch vermittelbarer, glaube ich, für jeden Bürger. Ich meine, dann würde sich ja dumm anhören, pass auf, da kriegt einer für einen Olympiasieg, weiß ich, 1 Million. Das ist sofort, der kriegt 1 Million. So, wenn man aber sagt, man rechnet das mal hoch für das, was er irgendwo, ich sag mal, dann nicht geschafft hat oder nicht machen konnte, er kriegt eine monatliche Rente von 1.000 Euro. Und der hat eine langfristige Sicherung. Das wäre doch was Ideales. Aber wie gesagt, dazu brauchst du eben wirklich die Politik. Und wie schwer die sich tun, erleben wir ja immer ständig im Sportausschuss des Deutschen Bundestages, wo ja Sportler oder sagen wir mal, die sich richtig mit Sport beschäftigen, ich glaube, in den letzten 10 Jahren vielleicht mal einen Auftritt hatten. Ja, aber die Diäten von denen erhöhen sich stetig. Ja, na gut, das lassen wir jetzt hier. Ich will jetzt mal optimistisch, in eine optimistische Richtung bringen, dass noch nicht aller Tage Abend ist. Das sind doch aber alles Dinge, die wir in Deutschland locker, wenn die Medien, Deutsche Rundschau ist ja hier, mitziehen würden, wenn man sich da mal zusammenrauft und sagt, wir müssen unseren Sportlern eine langfristige materielle Basis geben, die man ändern kann, einfach nur mit Geld, sage ich mal. Die könnte man mit Geld ändern. Nur mit Geld ist natürlich auch schwierig. Du musst auch das Personal dazu finden und musst die Leute dazu finden, die es machen wollen. Aber da gebe ich dir recht. Aber das Problem, was eigentlich wirklich dahinter steckt, ist, 2,5 Jahre wird über den deutschen Leistungssport seine Strukturen, die nicht funktionieren oder so nicht funktionieren können, diskutiert. Es gibt bis heute kein Ergebnis für diese ganze Geschichte. Deutschland ist dafür bekannt, dass sie eigentlich alles, was irgendwo ist, möglichst tot diskutieren. Mhm. Und ich habe die Vermutung, dass das dort auch in der Geschichte irgendwo enden wird. Also bei mir, ich meine, ich kann aus meiner Sicht selber sagen, also der Sportausschuss in Deutschland, also mit Frau Freitag und Herrn Gerster ganz vorne dran, die haben mich als Steuerverschwendungsmodell bezeichnet. Ich glaube, ich habe ziemlich viele. Ja. Ich habe, glaube ich, ziemlich viele Medaillen für Deutschland geholt. Sind die in der Partei oder Politiker oder sind das eher? Es sind im Deutschen Sportausschuss, also im Deutschen Bundestag im Sportausschuss. Das sind Bundestagsabgeordnete. Genau. Und das haben Sie dir gesagt, weil du eben bei der Bundespolizei beschäftigt bist. Genau, ich bin bei der Bundespolizei Sportförderung gewesen und habe eben, mein Auftrag war für Deutschland eben die Medaille zu holen. Das ist nun mal dem System bedingt so, ist genau wie die Bundeswehr Sportfördergruppe. Und dann war eben Frau Freitag und Herr Gerster eben der Meinung, dass es ein Steuerverschwendungsmodell sei und so weiter. Und aufgrund dessen hat Herr de Maizière damals meinen Fall dann zur persönlichen Chefsache gemacht und ich bin aus der Sportförderung rausgeflogen. Und mein Partner Matthias, der hat versucht, die beiden zu erreichen. Und da kann er mal ganz kurz selber erzählen, wie es denn wohl war, wenn er darf. Also, ihr macht es dem Moderator leicht, bitte. Genau, Uwe. Uns geht's, was Herr Gerlach gesagt hat, nur mal zum Verhältnis zu stellen. Du hast gesagt, 160 Millionen oder 170 Millionen im Bundeshaushalt. Wir haben 343 Milliarden, geben wir aus. Bitte aufstehen, wir haben für dich extra einen Spot. Du 300, wir geben 343 richtig. Milliarden für Sozialleistungen in Deutschland aus. 343 Milliarden und geben 160 Millionen für den von solchen Menschen geförderten Sport aus. Und der Herr Gerlach verdient ein großes, großes Lob, weil diese Menschen
diesen Menschen, diesen Fechtern, diesen Schwimmern, diesen Turnern, wie du sagst, Herr Doktor, diesen Eisschnellläufern, diesen Basketballern eine Zukunft geben. Mhm. Wir können nicht alle Fußball spielen oder Golf, das funktioniert eben nicht. Mhm. Und deshalb kann ich nochmal sagen, 160 Millionen sind für dieses Land gar nichts. Das ist das, was die Flugkosten der Kanzlerin im Jahr für die Umwelt umfliegen kosten. Wenn die 2 Milliarden geben würden, geht es euch besser. Um das zu sagen, um die Geschichte nochmal aufzuhören. Claudia Pechstein ist im Sportausschuss zum Steuerverschwendungsmodell Nummer 1 gemacht worden, weil Frau Freitag SPD und Herr Gerstag SPD gesagt haben, eine Sportlerin, die gedopt hat, wie der Weltverband gesagt, ist so wie es ist, egal. Daraufhin habe ich sie versucht, 30 Mal zu erreichen. Daraufhin haben die Herrschaften Gerstag und Freitag eine Anzeige gegen mich erstellt, weil ich sie versucht habe zu erreichen. Ich wollte mit ihnen sprechen als Demokratin. Dazu bin ich zur Person im Non-Krater im Bundestag erklärt worden. Ich durfte den Bundestag nicht mehr betreten. Das war jetzt nicht so schlimm, weil ich da eh nicht hingehe. Ja. Das ist nicht so schlimm. Aber und erst Gregor Gysi hat mit seinem 65. Geburtstag dafür gesorgt, dass ich nach Osama Bin Laden an Nummer 2 diesen Bundestag wieder betreten durfte. Nur damit Sie wissen... Nochmal, das Letzte. Was hat Gregor Gysi gesagt? Gregor Gysi hat zu seinem 65. Geburtstag Claudia und mich eingeladen, neben Tefe Schuhe, neben anderen großen Sportlern. Waren alle gesagt, schon hier? Waren Tefe. Alle hier? Ich weiß, Uwe. Nur damit du weißt. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass der Sport ist, und das wollt ihr ja diskutieren, einfach auch Politik. Und 116 Millionen ist ein Taschengeld für dieses Land, das 50 DAX, 30 DAX-Konzerne hat und nichts dafür tut, dass diese Sportler, die hier sitzen, dahin gehören, wo sie hingehören. Das ist scheiße. Und das muss man einfach mal sagen. Aber ja, meine Damen und Herren, ich würde trotzdem gerne noch mal unterstützen, die Geschichte. Und zwar, es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Ich war vor ein paar Monaten, da gab es eine LSW-Konferenz. Da sind wir immer an bestimmten Orten. Wir waren in St. Leon Roth. Und da ist der Herr Hopp zu Hause mit seiner Firma. Mhm. Und Herr Hopp, wir können die Firma ruhig nennen. Ja, SAP. Die SAP-Geschichte, genau. So, und der gibt alleine. Offenheim, dieser Fußball. Ich wollte erst mal sagen, und er alleine mit seiner Stiftung fördert auch den Sport in der Größenordnung von 160 Millionen Euro im Jahr. Also dann sieht man mal den Anteil, was die Bundesregierung hier macht. Ja. Das ist schon schwierig. So viel jetzt mal nur. Und betreibt noch den Golfplatz. Es ist ein dreiarmende, ich würde es gerne machen, ihr kennt mich alle, ein dreiarmende füllendes Thema, aber ich will ein bisschen beim roten Faden und vor allen Dingen bei Hajo Seppelt, das ist ja mein Liebling, bleiben oder hinkommen, aber nochmal zu einer ganz, ganz ernsthaften Sache, die, Andreas, an euch alle, die nicht so einfach zu machen ist wie nur Geld. Nur Geld. Da gibt es ja bestimmte Regularien, die in unserer Politik eigentlich klar sind. Ihr hattet ja schon Politiker genannt, die sind ja gewählt von ihrem Wahlkreis, also von unseren Bürgern. Und wenn nur über diese Politiker kann ja letztlich, also ich würde mal sagen Bundestag und die entsprechenden Ausschüsse, können dann, es ist ja nicht unmöglich, können dann auch entsprechende Beschlüsse, wenn man jetzt nicht gleich wieder abtaucht und sagt, Olympia ist vorbei, und hoffentlich fragt keiner, sondern wenn man dranbleibt, deswegen hast du auch deinen Applaus bekommen, Andreas, solange es solche Sportfunktionäre gibt, braucht uns nicht bange sein. Aber was viel schwieriger ist und was ihr schon angedeutet habt, ist doch, und ich will es in einer Frage formulieren, ist Leistungssport und auch sportliche Großereignisse in Deutschland noch en vogue? Ist die gesellschaftliche Akzeptanz noch da für den Sportler und für den Trainer? Oder wird Sport als Träger patriotischer Gefühle nicht mehr gewünscht? Das wäre schwieriger. Gut, also ich meine, dazu gibt es natürlich keine Analyse. Da müsste man, das kann man eigentlich nur so aus dem Gefühl heraus sagen. Weil ich denke mal nur an die gescheiterten Bewerbungen. Richtig. Ich meine, viele, die hier sitzen, die haben was mit Sport zu tun, die möchten Sport machen. Für die ist Sport eben nicht nur Bundesliga, sondern Sport ist es auch im Verein, sich zu treffen, Bewegung zu haben, Kindern was beizubringen, mit Älteren Sport zu treiben. Also alles das, was diese gesamte Palette des Sports. Das muss man an der Stelle mal so sagen. Und wenn ich dann auch sehe, dass, ich sage mal, viele Sachen natürlich auch kaputt gemacht werden, kaputt geredet werden. Ich rede jetzt mal ganz konkret von dem, was du zum Schluss angesprochen hast, die beiden Abstimmungen über Olympische Spiele. Es ist unheimlich schwierig. Jeder in Deutschland möchte eigentlich so im Innersten irgendwo Olympische Spiele haben, aber möglichst nicht bei mir vor der Haustür. Weil Olympische Spiele sind toll, Olympische Spiele
bringen aber auch so gewisse Einschränkungen für eine gewisse Zeit und sie kosten auch Geld. Man muss natürlich beides sehen. So, und das, ich sag mal, unter einen Hut zu kriegen in Deutschland, das ist momentan wahrscheinlich unheimlich kompliziert. Ich würde sagen, fragst du einen, wollen wir noch mal eine Fußball-WM herhaben? Dann werden sie sagen, na gut, vielleicht ohne Beckenbauer, aber wir wollen eine neue. Ja, also ich glaube, da wird es keine Diskussion geben, also jedenfalls nicht so in der Form, wie wir sie dort hatten. Ich sage einfach mal, dass Sport in Deutschland wird immer noch eine gute Rolle spielen, weil Deutschland ist begeistert für Sport, treibt auch selbst viel Sport, ob es im Verein ist oder ich sage mal auch so bei solchen Geschichten. Es wird immer Wettkämpfe geben, es wird immer Vergleiche geben, weil es gehört einfach irgendwo dazu. Und ich meine, Stefan, du kannst mir da recht geben, wir haben vor 10 Jahren gesagt, die Laufszene ist eigentlich am Höhepunkt angekommen. Vor 10 Jahren haben wir das gesagt. Es ist immer wieder, es wird immer mehr. Wir haben Triathlon-Veranstaltungen, wir haben da, wo viele Menschen auch mitmachen können. Also da ist mir in der Summe nicht bange. Was aber so eine großen Veranstaltung betrifft, bin ich mir manchmal auch nicht sicher. Andreas, das ist genau richtig. Aber gerade diese Diskrepanz zwischen sich fast sprunghaft entwickelnden Freizeitsport, da sind ja auch ganz viele hier, und freizeitsportlichen, im positiven Sinne, Massensportveranstaltungen und unserem Spitzen- und Leistungssport, es muss ja eine Spitze geben, wo dann alle vorm Fernseher sitzen. Da denke ich mal, sind doch die beiden Stellschrauben Finanzen natürlich und auch die Unterstützung, die breite gesellschaftliche Unterstützung für diejenigen, die was für dieses Land bei den entsprechenden Höhepunkten tun. Denn es ist ja nicht so, dass es keine patriotischen Gefühle bei den Olympischen Spielen gab. Die Nationalmannschaft hat in den Katakomben vorm Einmarsch spontan die Nationalhymne angestimmt. Wir haben, was ich gut finde, Wert darauf gelegt, dass unsere Athleten, die gesiegt haben, die Nationalhymne mitsingen. Das sind doch alles positive Ansätze, wo man weitermachen kann, mithilfe der Medien. Und dann natürlich auch die olympischen Sportarten nicht 4 Jahre gar nicht bringen. Also ich war ja so begeistert, weil man sieht Sportarten, nehmen wir mal Kunstturnen, weil das auch in Cottbus ein Schwerpunkt und eine gute Tradition ist, total spannend, sich die Turner anzugucken, sich unsere Hockeyspieler, die Weltklasse sind, ich könnte jetzt weitermachen, anzugucken. Also diese und die siehst du 4 Jahre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit über 8 Milliarden. Das sind 8.000 Millionen, meine Damen und Herren. Ja, weil viele kommen mit den Nullen nicht mehr klar. Sollen sie auch weiter kriegen, aber die dürfen nicht nur alle in den Fußball. Also auch die Diskussion führen wir ja schon seit vielen Jahren, gerade als Landessportbünde. Gibt's sonst gar nicht mehr. Als Landessportbünde führen wir die ja schon. Wir haben das ja geschafft, dass wir gemeinsam mit Berlin beim RBB einen Sitz in diesem Rundfunkrat haben. Und in diesem Rundfunkrat bringst du deine Sachen auch mal vor und dann wird gesagt, Mensch, guck doch mal, wir haben so viele Sportarten, die wir im RBB, in ZIP, im Vorabendprogramm oder auch im Sportplatz bringen. Und dann kommen wir genau zu dem Thema. Es wird jede Sportart wahrscheinlich einmal berührt mit 35 Sekunden. Und dann kann man sagen, der Rest ist Eishockey, Basketball, Fußball. Nee, Volleyball darfst du nicht vergessen, ist ja auch noch. Also wieder diese Spielsportarten. Und da kommen sie dir wieder mit Einschaltquoten, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, denn dafür bekommen sie ja eigentlich dieses Geld, von dem ihr gesprochen habt. Und diese Diskrepanz kriegst du nicht hin, egal mit welchem Intendanten, mit welcher Intendantin. Also wir in Brandenburg haben ja, also Berlin-Brandenburg muss ich in dem Falle sagen, haben wir jetzt das große Glück, es ist eine neue Intendantin gewählt worden. Eine der ersten Schritte von ihr war, dass sie eben dem zugestimmt hat, dass wir als Landessportbünde Berlin und Brandenburg mit ihr reden. So, jetzt wird das passieren, das ist auch ganz schnell wird das passieren, aber ich bin nicht der Überzeugung, dass sich an der Geschichte was ändert. Die sagen dir einfach, es interessiert keinen. Ja. Nee, die sagen dir, es interessiert keinen. Und das Schlimme ist jetzt wirklich, was das sagt sie? Das sagen dir die vom Fernsehen. Und jetzt kommt das Schlimme, wenn man die Einschaltquoten für den Sportplatz, der an einer völlig undiskutablen Stelle im Sendeprogramm steht, sieht, haben die damit recht. Aber wenn ich eine Sendung um 22 Uhr noch was am Sonntagabend bringe, wo vielleicht von dem Jugendsportfest was drin ist, wo von Pferdesport was drin ist, und weiß ich was, wer kann denn um die Zeit noch Fernsehen gucken? Mhm. Also das heißt, da ist schon ein Vorsatz drin und dagegen muss man einfach irgendwo jetzt vorgehen. Das machen wir seit Jahren mit wenig Erfolg, aber mit einer Beharrlichkeit, also es wird uns auch keiner nehmen. Danke, Andreas.
Gerlach, ich wiederhole es gerne, solange wir solche engagierten, mit Herz agierenden Sportfunktionäre, der Begriff ist ja manchmal so, aber ich war es ja auch lange, haben, gibt keinen anderen. Ist uns nicht bange und ihr werdet auch nicht aufgeben und wir werden trotzdem optimistisch in die nächsten 4 Jahre gehen und jetzt reden wir also nochmal über die letzten Ereignisse, die sich ja schon überschlagen haben, entsprechend unserer Überschrift, die Olympischen Spiele in Rio. Vielleicht hast du das, wie du sagst, vor Ort gar nicht so mitbekommen, aber die am Fernseher haben, wie gesagt, doch eine sehr einseitige, tendenziöse Berichterstattung der beiden öffentlich-rechtlichen Sender erfahren müssen. Und da kommen wir mal zu diesem Pseudo-Journalisten Hajo Seppelt. Der ist das nämlich deswegen, weil er weder einen Schulabschluss hat, noch einen Studienabschluss. Hier sind Journalisten wie du auf der Bühne, die haben Journalistik studiert, da sitzen Journalisten, also ich sehe jetzt nur einen, der hat das auch noch ordentlich studiert. Und dann wird einem einzigen Pseudo-Journalisten so viel Sendezeit täglich zu Beginn kam das Wort zum Tage von Hajo Seppelt, der trommelte, als es auch schon zu spät war, immer wieder, Russen dürfen grundsätzlich nicht nach Olympia und das deswegen, weil sie einen russischen Pass haben. Er hatte eine Dopingsünderin interviewt. Das war alles. Es kam zur Forderung des Ausschlusses einer ganzen Nation von einem Journalisten. Das wurde von vielen, vielen Politikern aufgenommen und da kriege ich dann die Frage und die Erinnerung, wir dachten, es ist vorbei. Du hast gelitten unter Boykottspielen im Kalten Krieg 1980 und 1984 und jetzt versucht man es wieder. Wie siehst du das zum Beispiel? Ja, ich war ja nie bei der Olympiade gewesen. Ja, aber du hast doch... Der hätte doch gar nicht gedurft, der war doch Profi. Ich war Profi gewesen. Du warst schon Profi, aber wir haben ja vorher ja darüber gesprochen, dass eure Bahnradsportler auch gerne nach Moskau gefahren wären. Naja, klar, das ist halt so, aber wie gesagt, was der Hajo Seppelt da macht, das verstehe ich auch nicht ganz. Das ist die ARD, spielender Detektiv und ja, keine Ahnung, was die damit bezwecken wollen. Boykottspiele? Mache ich mal hier weiter, wenn mir keiner hilft? Na wieso, das ist ja kein Problem mehr. Von Boykottspielen und Politisierung des Sports, also bin ich ja direkt betroffen. Das hast du ja vorhin noch in dem Clip dort gehabt. Also 1984 war ich auch qualifiziert für die Olympischen Spiele und habe dann in Budapest mit ungefähr 10 Ländern dann den Sieger ausgefochten in dem Falle. Das ist natürlich ein negatives Erlebnis, das hast du immer drin. Du trainierst 14, 15 Jahre, bis du dann da bist und das funktioniert nicht. Und es war ja zwischenzeitlich mal so, haben wir ja auch gedacht, dass nach der Wende diese Politisierung des Sports gerade auf diesem Gebiet eigentlich nicht unbedingt wieder eine Rolle spielt. Jetzt ist es wieder so. Ich würde das mal nicht unbedingt nur sagen, also Seppelt ist, ich sag mal ja, er ist kein Journalist, sag einfach mal, er ist ein Jäger. Ja, der jagt. Der hat ein Ziel vor Augen und der möchte irgendwie eine Sensation oder irgendwas in diesem Doping-Bereich dort irgendwo machen. Das hat er schon gemacht, als er 1988, da habe ich den zum ersten Mal gesehen, da war der in Potsdam im Luftschiffhafen, da war ein Leichtathletik-Sportfest und der schnüffelte in jeder Ecke rum. 88 kann ich sagen. 1988 tatsächlich. Er war Leichtathletik 88. Also er kam damals für den SFB darüber, also das war schon korrekt. So, und schnüffelte in jeder Ecke, sodass ich ihn damals nett gebeten habe, doch mal auf die Tribüne für die Journalisten zu gehen und sich dort auch weiterhin aufzuhalten. Das hat sich dann, wie gesagt, hat sich für ihn zu einer Passion entwickelt. Er ist derjenige in Deutschland, dafür will er vielleicht auch ein Denkmal haben, das weiß ich nicht, der eben mit allem aufräumt, was irgendwo nach Doping riechen konnte. Am Anfang war es ja so, dass er sich nur auf die DDR-Athleten gestürzt hat. Dann kam ja zum Glück auch, ich sag mal, die Situation, dass man auch aufgedeckt hat, dass es in Gesamtdeutschland ja diese Fragen der, ich sag mal, stimulierenden Mittel gegeben hat. Und jetzt hat er sich eben auf die internationale Ebene begeben und hat durch irgendeinen Zufall einen Zugang zu einem russischen Sportler gefunden und hat dann diese ganze Geschichte im Endeffekt aufgedeckt. Die Bewertung des Ganzen,
die obliegt ja nicht einem Seppelt oder irgendwas. Das Schlimme ist, er hat damit so eine Aufmerksamkeit gekriegt, dass eben international die NADA, die NADA ist ja im Endeffekt dann nachher die gewesen, dass die diese McKinsey-Firma da beauftragt hat, macht mal dort, prüft mal dort. Die WADA, Entschuldigung, die Weltagentur. Also die WADA prüft mal dort. Und dass dann solche Entscheidungen rauskommen, dass man versucht, eine ganze Nation zu sperren, halte ich auch für sehr verwerflich. Denn wir haben es ja vorhin gerade auch bei Claudia gehört, es gibt so viele Einzelfälle, so viele Sachen, die wirklich richtig geprüft werden müssen, bevor man solche Entscheidungen trifft, dass man das nicht hätte machen dürfen. Und man hat es auch zum Glück nicht gemacht. Viele haben ja Thomas Bach dafür auch kritisiert, dass er einen anderen Weg gefunden hat und dass man auch Prüfungen in den einzelnen Sportarten vorgenommen hat. Ich finde das richtig. Ich finde es unmöglich, dass man alle über einen Kamm schert an dieser Stelle und sagt, schließt die alle aus. Und das hat einen politischen Hintergrund gehabt und das finde ich einfach unmöglich in der Stelle. Danke für das klare Statement. Trotzdem ist es ja, kann es ja kein Einzelkämpfer sein. Mehr will ich dazu nicht sagen. Da stehen, er sagt das ja, er macht das unentgeltlich, sagt er auch noch. Ja, fest steht, dass wenn Hajo Seppelt seine sogenannten Reportagen bringt, dass er eigentlich nie wirkliche Beweise auf den Tisch legt. Meiner Meinung nach. Also er hat immer nur, es könnte sein und der sieht aus wie der und der sieht aus wie der. Er hat sich auch zu dir geäußert. Also keine Fakten. Ja, der hat zu mir eine ganz besondere Situation gehabt. Dazu kann Matze wieder mehr sagen, weil ich habe dann mich eher im Hintergrund gehalten. Also ich würde gerne was zu Hajo Seppelt sagen. Sehr gerne. Weil ich ihn persönlich am Hals aus dem Regent Hotel in Berlin entfernt habe, als er auf einer Pressekonferenz Claudia unterstellt hat, sie hätte Blutdoping betrieben. Um mal zu sagen, der Herr Gerlach hat es gesagt, der deutsche Sport bekommt 160 Millionen Förderung und Hajo Seppelt bekommt von den GEZ-Gebühren jedes Jahr mehrere Millionen Euro, um nur diese Dopingredaktion genau damit zu beflüstern, was der Herr Gerlach gesagt hat, nämlich wir treffen eine gedopte Sportlerin, die Frau Stepanova. Die erzählt uns, in Russland haben alle gedopt und damit haben alle gedopt. Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel dazu sagen. Sie alle hier sitzen in diesem Raum. Sie alle hier sehen diesen Menschen. Dieser Mensch hat ein Kilo Koks bei sich. Jetzt kommt Herr Seppelt rein und sagt, weil dieser Mensch ein Kilo Koks bei sich hat, sind Sie alle Koksdealer. So läuft das im deutschen Fernsehen und so läuft das in diesem Metier. Und alle Leute, die auch nur 3 Gramm Hirn im Kopf haben, wissen das. Weil sippenhaft, alle sitzen im Bus und alle haben keine Fahrkarte. Funktioniert nicht. Fragen Sie die Sportler, was sie sagen, was Herr Gerlach gesagt hat. Es kann nicht sein, und da geben wir einzig und allein wirklich mal die Situation, dass Sportler einer ganzen Nation dafür verantwortlich gemacht werden, die 4 Jahre lang gekämpft haben, die 4 Jahre lang zu Olympia wollen. Jelena Isebaeva war Bürgermeisterin in Sotschi vom Winter. Die wollte Stab hochspringen. Die ist 34 Jahre, hat ein Kind bekommen, wollte Olympiasiegerin werden im Hochsprung. Durfte nicht, weil Herr Seppelt eine Dopingsünderin getroffen hat, die gesagt hat, in Russland dopen alle. Es gibt keinen einzigen Beweis für 350 Sportler. Nochmal, sperrt alle Doper weg, das mag so sein. Genau. Aber lasst die Doper, die nicht überführt sind, bitte starten. Es kann ja wohl nicht sein, das wäre so wie ungefähr in der DDR, wie alle kennen die Geschichte. Alles, was bei uns falsch gelaufen ist, lief deshalb falsch, weil wir alle was falsch gemacht haben. Das ist absurd. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand 6 Millionen Euro im Jahr dafür bekommt, solche Denunziationen herbeizuführen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, von Ihren Gebühren bezahlt und dann sich hinstellt und sagt, ich bin Hajo Seppelt, ich muss das machen. 6 Millionen Euro jedes Jahr. Und er kriegt 160 Millionen für Brandenburg, für Sportler. Für nee, nicht für Brandenburg, für Deutschland. Für Deutschland. Wenn ich das in Brandenburg hätte, wäre ich zufrieden. Nein, ich will Brandenburg, das gut, unterschreibst du sofort. Ich werde nur eine Geschichte noch erzählen. Das ist auch gut. Hajo Seppelt hat am ersten Freitag, nachdem Claudia des Blutdopings bezichtigt worden ist, in den Tagesspiegel Folgendes gesagt. Er hat gesagt, jetzt haben wir endlich eine Ostsportlerin, die des Blutdopings überführt ist. Und es mehren sich die Gerüchte, es handelt sich um Blutdoping. Man sagt, sie hätte nach Spanien Verbindungen, sie hätte nach Russland Verbindungen. Man sagt, man hätte das. Es ist immer nur Schall und Rauch. Es gibt keinen Beweis. Und jeder, der die Hajo Seppelt-Redaktion gesehen hat, weiß, da sitzt vielleicht einer im Auto, der vielleicht verbotene Sachen. Vielleicht ist das so. Es gibt keinen klaren Beweis. Und deshalb können wir nur sagen, unser Team, Team Pechstein, ist der Meinung, bitte, wenn es so ist, dass Sie jemanden überführen Sie jemanden, dann sperren Sie ihn auch weg, und zwar für immer. Lassen Sie Herrn Gettlin nicht 3-mal bei Olympischen Spielen laufen, wenn er 3-mal überführt worden ist. Aber bitte, die sauberen Sportler, egal aus welcher Nation, es kann nicht sein, Herr Gerlach, Sie werden mir recht geben, dass Paralympics-Sportler aus Russland komplett gesperrt werden,
aus politischen Gründen. Und Herr Bach selber nicht mal den Arsch in der Hose hat, da hinzufahren und zu sagen, wir machen hier nur eines, nämlich Politik. Und das mal zu erklären, Sochi, Winterspiele. Du gehst in das olympische Dorf und willst dein Geld auspacken. Du darfst nur mit der Visa-Karte bezahlen. Warum? Weil Visa 2,4 Milliarden Euro für 4 Jahre ans Olympische Komitee überweist. Die Sportler wohnen in einfachen Zimmern mit Holzschränken. Die IOC-Funktionäre werden mit 600 Mercedesen und 6-Sterne-Hotels durchs olympische Dorf gefahren. Das ist Olympia und da müssen wir wegkommen, weil damit Generationen wie Sie, Herr Gerlach, und Sportler wie Sie überhaupt noch eine Chance haben, weil sonst ist es nämlich vorbei mit dem Sport. So sieht es mir aus. Danke, Matthias Vogel. An der Stelle hatte ich sowieso, genau an der Stelle hatte ich unsere Mediziner und unseren Bioanalytikwissenschaftler auf dem Zettel, aber zuerst Dr. Kessner. Also ich denke, wir müssen jetzt nicht, wie das bei den Olympischen Spielen der Fall war, das waren die Hajo-Seppelt-Spieler, jetzt den Hajo-Seppelt-Abend hier draus machen. Ne? Aber ich denke, auf gar auch, keinen Fall. Ich meine, für mich war es ein gar nicht verdient. Ja. Kerniger Begriff. Ja. Ich denke auch, dass man das doch weitersehen muss. Wer sind die Auftraggeber für ihn? Wer sind die Geldgeber? Wer steht hinter ihm? Wer wartet natürlich darauf, dann solche, Publikationen dann auch aufzunehmen und umzusetzen? Und da muss man wieder die WADA natürlich ins Spiel bringen und muss sich auch fragen, warum wird nicht mit gleicher Elle dann gemessen in China, in den afrikanischen Ländern, in den osteuropäischen Ländern, in den USA, ja? Und dann wird das vielleicht ein bisschen klarer. Ne? Und wir kennen das, wir kennen den Anti-Doping-Code, wie er in Deutschland umgesetzt wird. Ich denke, er wird hervorragend umgesetzt in Deutschland inzwischen. Ich kenne selbst eben sehr viele Sportler aus eigener Erfahrung, aus der eigenen Behandlung. Ich weiß also, bleiben wir mal bei. Ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jana Majunke zum Beispiel. Da sind früh um 5, ja, die Dopingfahnder zu ihr nach Hause kommen, unangemeldet. Nicht bei dir war es genauso und gewesen. Am Abend nochmal? Ja, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich also die am häufigsten getestete Sportlerin weltweit. Nicht? Ich weiß nicht, wie viele Teste du machen musstest, nicht wahr? Unglaublich, nicht? So. Und da ist für mich einfach, muss ich sagen, keine Verhältnismäßigkeit. Da wird mit zweierlei Elle gemessen und ich bin dafür eigentlich auch aus medizinischer Sicht, ne, dass man doch irgendwo dann, wenn man ein Kontrollsystem einführt, das eben homogen machen muss und nicht so, wie es jetzt funktioniert. Ja, und da habe ich den Eindruck, dass es wirklich hier politische Hintergründe hat. Paul. Danke. Claudia, bitte nochmal. Also ich hatte Russen und Polen schon in meiner Trainingsgruppe und die haben mich ständig belächelt, wenn ich dann gesagt habe, sorry, ich komme heute zu spät, weil ich habe noch Dopingkontrolle. Also das ist bei denen überhaupt nicht gang und gäbe, dass die irgendwie Trainingskontrollen haben. Und dann gibt es unter anderem auch ein Beispiel, ein holländischer Olympiasieger, der hat nach seinem Olympiasieg 1,5 Jahre lang gar keine Dopingkontrolle gehabt. Also richtig. Es wird wirklich mit sehr verschiedenem Maß gemessen und das ist halt das Traurige. Und da finde ich auch, dass die WADA da in der Pflicht ist, dort definitiv alle gleich zu behandeln. Ja. Ich will jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Privat würde ich das gerne tun, aber nicht hier. An der Stelle nochmal, bitte Kai, Dr. Kai Wunderlich, wann ist denn, weil wir gerade gehört haben, es gab hier, wir wollen jetzt den Pseudo-Journalisten nicht mehr nennen, es gab hier nur Vermutungen und Erzählungen von einer Leichtathletik und ihrem Leichtathletin, einer ehemals russischen und ihrem Mann. Wann ist denn, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man sagen kann, der Athlet hat gedopt und ist auszuschließen und darf man oder kann man von einem Athleten dann auf andere schließen? Ja, also die Regularien sind da eindeutig. Das kann jeder Sportler auch nachlesen im WADA, also im Kai, Code. Als wenn du das Mikro essen möchtest. Nee, ich mach so, dass man mich hört. Es ist klar definiert. Es gibt für alles im Bereich WADA und Testsystemen halt Regularien, technische Dokumente.
sowohl für die Probenahme, für die Probenanalytik, für die jeweiligen einzelnen Substanzen. Es gibt ja verschiedenste Substanzklassen, bis von anabolen Steroiden über dann Beta-Blocker, dann halt bis zum Blutdoping, EPO etc., Hormone. Und normalerweise läuft es so ab, dass halt ein Verband, die WADA, die NADA, wer auch immer, oder der Verband halt die Dopingprobe veranlasst, sowohl als Training als auch Wettkampfkontrolle. Dann wird die Probe halt vom Sportler genommen, dann geht sie anonymisiert dann dem Dopinglabor zu, Köln oder in dem Fall Kreischer, und die analysieren die A-Probe anonym. Dann kommt es zum abnormal Finding, das heißt also, es gibt einen auffälligen Befund. Dann wird meistens, also ich habe selber eine B-Probenöffnung mal mitgemacht, habe halt die A-Probe komplett analysiert und habe gesehen, die machen die Analytik schon 3, 4, 5 Mal, wiederholen das Ganze, um sich wirklich, was das Ergebnis betrifft, sicher sein zu können. So, dann gibt es halt an den entsprechenden Verband eine Meldung, wir haben hier für die und die Nummer einen positiven Befund. Dann schreiben die zurück, wir möchten die ganzen Unterlagen haben, und dann wird der Sportler informiert. Dann hat der Sportler die Möglichkeit, entweder sich dazu zu äußern oder die B-Probenöffnung zu veranlassen. Darf dafür dann wieder einen Gutachter berufen und einen Rechtsanwalt. Und bis dahin sollte es eigentlich so sein, dass die Presse eigentlich nichts davon erfährt. Es ist in der Vergangenheit oft genug passiert, dass dann halt die Presse davon Bescheid wusste, bevor der Sportler überhaupt eine Chance hatte, sich dazu weder zu äußern noch zu rechtfertigen oder in irgendeiner Form was in die Wege leiten zu können. Und dann ist es so, dass die B-Probenöffnung eigentlich laut Regularien dasselbe Ergebnis produzieren sollte oder zutage fördern sollte wie auch die A-Probe. Ist das nicht der Fall, wird halt widerrufen. Aber also das Ergebnis, dann bleibt es halt, wird halt nicht gesperrt. Aber wenn die B-Probenöffnung oder die Analytik der B-Probe das Ergebnis bestätigt, dann kommt es im heutigen Fall zu einer 2-Jahres-Sperre. Mittlerweile ist es ja auch strafrechtlich irgendwie relevant. Das heißt, man hat dann irgendwann vielleicht die Kripo vor der Tür, um halt irgendwelche Hintermänner. Aber meistens ist es ja so, der Sportler ist nur Mittel zum Zweck. Mit dem Sportler wird Geld verdient. Wenn der Sportler bei Olympia keine Medaille verdient, ist nächstes Jahr der Nächste dran. Also entweder man ist top oder man fällt halt hinunter und der Nächste steht da. Und das Geld verdienen über die Jahre hinweg immer nur die Funktionäre oder die Sponsoren oder wer auch immer. Und von daher muss man ganz doll differenzieren. Der Sportler macht das aus Leidenschaft und nicht damit der Verband dahinter, oder der Verband jetzt nicht, aber die Machenschaften dahinter, gerade im Profimilieu, damit das Geld dann verdienen. Also ist es seine Gesundheit, die er darunter leidet. Und vielen Dank, Dr. Wunderlich. Ich will ganz kurz mal noch aber stehen bleiben. Ich mache ja, weiter mit dir. Weil er hat mich gerade so angeschaut, dann wird der Sportler 2 Jahre gesperrt. Also bei mir ist eben der himmelweite Unterschied zu allen anderen positiv überführten Sportlern. Bei mir gibt es keine positive Probe. Ja, genau. Und ich bin trotzdem gesperrt worden. Genau. Das ist ja dieses, wo dieses der indirekte Nachweis, das war ja damals auch der Fall mit dem... Der sogenannte indirekte Nachweis. Genau. Hat man das aber genannt, ja? Der indirekte Nachweis ist ja das Problem der Interpretation. Also rechtfertigt der indirekte Nachweis mit diesem einen Parameter diese Interpretation oder nicht? Und das hat man im Nachgang ja festgestellt, dass man sich da auf dünnes Eis bewegt und nachher die nachgeführte quasi Anomalie... Genau, das ist ja der Punkt. Ich hake jetzt mal bei dem Punkt Interpretation ein, und da wollen wir dann noch weitermachen und zum Schluss kommen. Es kann doch nicht sein, dass wir einerseits mit solchen Wissenschaftlern wie dir und anderen sicher guten und gebildeten Wissenschaftlern und Fachleuten unsere Labore ausstatten und dann es um Freiraum ist für Interpretation, die dann aber zu strafrechtlichen und materiellen, existenziellen Auswirkungen führt. Ich rede jetzt mal gar nicht von dem irren Gedanken, eine ganze Nation wegzusperren. Ja, auch wirtschaftliche Konsequenzen für den einzelnen Sportler. Also der darf seinen Beruf nicht ausüben. Das geht doch eigentlich nicht, da sind wir uns eigentlich drüber. Genau, gut. Richtig. Noch eine Frage, weil ich habe mitgeschrieben während der Übertragung von ARD und ZDF. Mit dem ARD sind wir jetzt mal fertig. Aber der nicht genannte Kollege hatte ja dann einen Mitstreiter, eine Schützenhilfe im ZDF. Und zwar war das
ich weiß gar nicht, wie der zum Sport kommt, Sie kennen ihn alle, Elmar Thewissen. Ich nenne die Leute beim Wort, weil ich darf das inzwischen. Der ist eigentlich in der Politikredaktion und sogenannter, Sie sehen ihn immer, Terrorexperte, wenn irgendwo eine Bombe hochgegangen ist. Aber der war jetzt im ZDF als Doping-Spezialist. Der hat zwei Zitate, die waren so herrlich und die müssen mir bitte die beiden Wissenschaftler, also der, ich nenne dich mal jetzt Biologe und Chemiker und der Arzt erklären, Elmar Thewissen, meine Damen und Herren, sagte, Zitat, im ZDF, es gibt Präparate zur EPO-Produktion im Körper. Erstes Zitat. Zweites Zitat, Wunderathleten wie Michael Phelps können natürlich im Körper EPO produzieren durch physiognomische Prozesse. Zitat, ich habe es sofort mitgeschrieben, das können Sie auch raussuchen oder vielleicht haben Sie es schon gelöscht. Ich konnte es nicht fassen und habe sofort mitgeschrieben. Und dazu möchte ich mal, was sagt ihr denn dazu? Produktion, EPO ist doch ein Medikament. Das kann man im Körper produzieren und der Begriff physiognomisch, vielleicht hat er physiologisch. Also es ist so, dass... Elmar Thewissen. Ja, also es ist so, dass EPO durchaus ein Bestandteil der Kaskade ist, um rote Blutkörperchen zu produzieren. Das ist ein EPO ist ein körpereigener Stoff. Es gibt das humane EPO, das ist in der Kaskade. Das ist ein Hormon, ein Wachstumshormon. Genau, das ist ein Peptidhormon. Das ist regulär vorhanden. In der Analyse hat das ca. 8 bis 10 Isoformen, die man dann halt in so einem Spektrum nachher dann auch sieht. Und wenn man jetzt das rekombinant, also künstlich hergestellt oder im Labor hergestellt, dann sich appliziert, merkt der Körper, oh, es ist ja genug EPO da, ich stelle meine eigene Produktion zurück, man sieht dieses Profil nicht mehr und aufgrund der rekombinanten, also künstlichen hergestellten Variante sind das nicht mehr 8 Isoformen, sondern bloß noch 2, 3, 4 und sie sind in ihrer Größe und in ihrer biochemischen Eigenschaft anders, sie sind von der Struktur her gleich. Das heißt, die wirken haargenau wie das humane EPO. Allerdings sieht man das halt in dieser Analyse dann. Aber was ich damals schon, wo ich vor, das ist schon glaube ich jetzt 5, 6 Jahre her, mal bei so einer B-Probenöffnung bei war, ich kenne die Analyse dahinter und habe dann auch den damaligen, ich glaube auch heute noch, Laborleiter in Kreischal darauf angesprochen, habe gesagt, naja, ich habe nun Kenntnis davon. Ich weiß, wie dieser Antikörper das EPO-Molekül taggelt oder findet und dann halt entsprechend sichtbar macht. Wenn ich das weiß und ich genug kriminelle Energie habe, kann ich ja auch ein EPO-Molekül konstruieren in einem Labor, was nachher nicht mehr findbar ist. Er hat dann auch bestätigt, dass durchaus auch Proben aus einem sehr großen Land nahe Ural gibt, wo es Proben gab, die halt kein EPO-Profil mehr gezeigt haben. Das heißt, da muss es irgendwas geben. Also die kriminelle Energie ist definitiv da und es wird weltweit mit Sicherheit auch viel rumgepanscht. Stichwort Balco-Skandal, Designer-Steroide. Natürlich, nochmal auf die Frage zurückzukommen, es gibt EPO im Körper und es gibt auch durchaus über zum Beispiel Genetik, man kann über Gentherapien diese Produktion auch stimulieren, ohne jetzt da EPO zu applizieren. Das ist ja genau der Punkt. Da kommt ja jetzt auch noch für die Idee, wie kann ich denn das anwerfen im Körper? Ja? Das kann man genetisch regulieren. Das kann man genetisch regulieren. Also ich kann mir quasi die Sequenzen in irgendeiner Form spritzen. Es gibt da, das nennt man jetzt Gentherapien, wo man hofft, also dass genau diese Sequenzen dann dort landen, wo sie landen sollen. Dann wird halt entsprechend der Apparat zur EPO-Produktion erhöht, nenne ich es mal. Das kann man über sogenannte SI... Und das ist dann der physiognomische Prozess. Ich müsste dieses Wort nachschlagen. Also das kann ich jetzt nicht in diesem Kontext... Also ich denke, hier sind zwei verschiedene Dinge im Spiel. Also die eine Sache ist die künstliche Stimulierung quasi, die Genmanipulation, die ja eigentlich auch eine Art von Doping ist und auch auf der Dopingliste quasi explizit auch verboten ist, nicht so. Die andere Sache ist, dass es schon bei einigen Sportlern, Spitzensportlern dazu kommt, dass die aus körpereigenen Kräften auch gewisse Hormone vermehren können, beschleunigen können und auch das EPO unter anderem. Ne? Das ist schon möglich. Nicht? So. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Und ich denke, das darf man auch nicht in einen Topf werfen. Ne? Aber Michael Phelps kann es.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das behauptet der von dir erwähnte Journalist. Ja, aber ich denke, das sind... Ja, vielleicht schon mal prophylaktisch erwähnt. Das sind Behauptungen, das sind einfach Thesen, die jetzt unbewiesen sind. Ja. Nicht? Und also wir merken schon, das Ganze wird dann für den Otto-Normalverbraucher völlig diffus. Und Franzi hat sich geholfen, Zitat Franzi, live bei der Berichterstattung in der Schwimmhalle. Wenn ich den Vorsprung von Phelps sehe und vor allem seine Muskelausprägung, dann fange ich an, mir andere Gedanken zu machen. Der Kollege, der daneben stand, hat das gar nicht gehört. Es ging also ganz normal weiter. Offensichtlich betrifft es eben nur bestimmte Erdteile. Habe ich so rausgehört. Franzi hat das dann abends auf der Couch übrigens nochmal wiederholt, aber das hat dann auch keiner mehr gehört. Vielen Dank, lieber Dr. Kai Wunderlich. Gerne. Ich hoffe, alle haben es einigermaßen verstanden. Und die letzte Frage, die ich eben in diesem Zusammenhang, und das haben wir ja schon mal außerhalb andiskutiert, diskutieren möchte, in die Zukunft geblickt. Wie soll diese Geschichte, ich sag mal, der medizinischen Betrachtung von Leistungssportlern, vor allen Dingen auch durch die Journalisten oder Jäger, wie du gesagt hast, also selbst die eigene hat gesagt, das ist der hat einen gewissen Übereifer oder sowas. Wie soll es aber da weitergehen, denn jetzt kommt das Waffe gegen Waffe, meine Damen und Herren. Wir haben es leider alle, ich konnte gar nicht so schnell in den letzten Tagen mitschreiben, wie jetzt die Gegenbewegung nach Rio kam, dass in Hacker-Veröffentlichungen wiederum jetzt zu westlichen Athleten, da sind auch deutsche Athleten, genannt worden, und da sind die Williams-Schwestern genannt worden, Sie haben es gelesen, dann noch der eine Tennisspieler aus, wir wollen jetzt gar nicht alle aufzählen. Harting. Ich habe die deutschen Athleten jetzt mit Harting, Absicht nicht genannt. Aber das ist Pillepalle. Aber es geht haltlos auch, ne? Letztlich darum, dass dann, ich habe das mal Erklärbär genannt, in dem Falle der Spiegel, ich habe das alles hier, lassen wir jetzt mal alles weg, gesagt hat, also Moment mal, Freunde, die waren ja nicht gedopt. Ich will es nur erklärt haben. Ich habe dazu erstmal gar keine Meinung. Die haben ja nicht gedopt. Die durften das nehmen. Ja. Und da kommt dann die Frage, die hatten ja die, also der Erklärbär muss natürlich mit dem Bildungsauftrag dann unseren Menschen erklären, nee, also das ist anders. Da hat eine staatliche Institution den erlaubt, eben bestimmte Präparate, die auf der Dopingliste stehen, und das kennen wir ja leidvoll von Armstrong, der eben alles nehmen durfte, weil er angeblich Hodenkrebs hatte. Ich wurde 7 Jahre bei der Tour de France verprügelt, ich bin ein Ami-Hasser, ein schlimmer Mensch und so weiter. Jetzt hat sich keiner bei mir entschuldigt. Und da kommt dann diese Erlaubnis ins Spiel, genau. Diese, ich nenne es mal, Therapeutic Use, Exception, und die erklärt uns jetzt mal Dr. Kessner, und wie soll das in Zukunft weitergehen? Ja. Also ich denke, hier muss man auch differenzieren, und bei den Fällen, die jetzt publiziert wurden, und du sprichst ja die Fancy Bears an, nicht, die da also gehackt worden sind, habe ich so verstanden, dass das wirklich also Fälle waren, wo eine medizinische Indikation da war. Nicht? Zum Beispiel bei Robert Harting, er hatte eben da seinen Hexenschuss, nicht wahr, und hatte eben Triamcylindikon, also ein Kortikoid. Der hat auch einen Kreuzbandriss. Genau, hat auch dann sein Cortison bekommen, und das ist üblich, auch das wird dann auch gemeldet, in dem Fall in Deutschland über die NADA. Das kann ich aus eigener Praxis bestätigen. Ich habe viele auch Hochleistungssportler, die eben auch zum Beispiel Asthma haben. Ne? Die habe ich dann auch behandelt mit dem Asthma-Spray zum Beispiel. Salbutamol, was ja ein Beta-Agonist ist, ist auf der Dopingliste drauf. Vielleicht bloß mal ein kleines Beispiel aus der eigenen Praxis vor circa 10 Jahren. Kevin McKenna, kennt vielleicht noch viele Bundesligaspieler, unter anderem in Cottbus, hatte Asthma und allergisches Asthma und allergische Rhinitis, genau.
Und er kam zu mir im Mai, ne? Und ich habe ihn behandelt unter der Woche. So, und dann waren wir unterwegs gewesen und zufällig mit dem Mannschaftsarzt für Energie Cottbus. Und dann hieß es, Mensch, du hast doch Kevin behandelt und so. Wir haben doch Sonntag das entscheidende Aufstiegsspiel gegen die Löwen und so. Der soll doch mitspielen und so. Hast du die Meldung gemacht an die NADA, ja, dass er Asthmaspray bekommen hat? Und meine Güte, haben wir, Gott sei Dank haben wir das noch hinbekommen. So, haben das dann quasi eingereicht, haben von der NADA einen Bescheid bekommen, dass er Asthma hat, also er das Spray nehmen darf, alles schick. Das musst du aber vor dem Wettkampf machen. Musst du vor dem Wettkampf machen, musst du einreichen und dann darf er auch solche Medikamente nehmen und die zählen dann eben nicht als Doping. Ein Jahr davor, ja, dieser Fall, der war 2006, die haben auch gewonnen 3-1 gegen die Löwen, ja, und sind auch aufgestiegen, ne, mit dem dritten Platz in der zweiten Liga. Guter Mediziner. Ein Jahr davor, gleiche Situation in Erfurt, ein slowenischer Nationalspieler, ist getestet worden, nachdem Erfurt gegen Unterhaching 2-0 gewonnen hat. Da ging es gegen den Abstieg von Erfurt. Ja. So, der Nationalspieler, der hat nachweislich von seinem Kind, was Asthma hatte, ja, das Spray genommen und hat ihm gezeigt, wie es geht. Und hat 2-3 Mal ihm das gezeigt, hat das Spray inhaliert. Das war das Berotec, ja, oder das Phenoterol. So. Ist dann getestet worden und es ist wirklich also nachgewiesen, dass das Kind Asthma hatte, auch Asthmaanfall hatte an dem Abend. Die Kinderärzte haben es bestätigt. Daraufhin, ja, es war nicht gemeldet, ja, daraufhin wurde der Spieler 10 Wochen gesperrt. Erfurt hatte das Spiel, was sie 2-0 gewonnen haben, dann als verloren gewertet bekommen. 0-2 gegen Unterhaching ist abgestiegen und ist seitdem nie wieder in die zweite Liga gekommen. So, und ich möchte nicht in der Haut stecken von dem Arzt, ja. Ich glaube, ja, der war auch auf der ersten Seite von der Bild-Zeitung gewesen. Ja. Also, was ich sagen will, ist, ja, was ich sagen will, ist, in solchen Fällen, wenn solche Sachen angezeigt sind, wenn sie indiziert sind, Sportler mit Krankheiten können Medikamente auch nehmen, die auf der Dopingliste steht, aber sie brauchen einen Attest, was von der NADA anerkannt ist. Und das ist die letzte Frage, die ich zu dem Thema nochmal in die Runde werfe. Wie soll das in Zukunft weitergehen? Das Glatteis, um im Bilde zu bleiben, für die Sportler wird ja immer glatter. Irgendein Vergessen, irgendein ja, ein Formfehler kann ja existenzielle, furchtbare genau, Auswirkungen haben. Und da ist eben die Frage, genau, die gerade auch heiß in den Medien diskutiert wird, auch von vielen Sportfunktionären. Die Frage habe ich jetzt gar nicht formuliert. Was ist die Zukunft? Ja. Ende der Ausnahmen und 0,0% Regelung oder eine gewisse Öffnung? Denn irgendwas muss passieren. Sportler können ja auch ein besonders gutes Verhältnis zu ihrem Arzt haben. Und dann wird das eben grundsätzlich vorher gemeldet, so wie das bei Armstrong ja mehr als 7 Jahre, das waren ja nur die 7 Tour de France-Siege, war. Und haben dann einen Nachteil gegenüber Sportlern, die sagen, ich bin gesund, ich brauche nichts. Oder gehen wir doch den Weg, dass wir sagen, wir müssen, was wir, das kann man ja definieren, ganz bestimmte Medikamente, die für bestimmte häufig auftretende Krankheiten notwendig sind, bis zu einem gewissen Prozentsatz im Blut oder im Körper tolerieren. Also das ist für mich die spannende Frage für die Zukunft. Bitte. Also dann mache ich nochmal den Anfang und mein Schlussstatement. Ja. Ich glaube, dass zum Beispiel dieser biologische Pass, ja, ein guter Weg ist, ne, dahin, dass man eine Transparenz erreicht, dass man eben mit direkten und indirekten Parametern, ja, ständig irgendwo ein Bild hat von dem Sportler und dann über den Sportler Bescheid weiß. Und dann ist es eigentlich nach Lage der Dinge mit den heutigen Möglichkeiten nicht mehr möglich. Ne? Natürlich möglich ist es immer, aber man kann doch weitestgehend eine Sicherheit haben, ja, dass es dann relativ sauber ist. Es wird immer Ausnahmen geben und ich glaube, man darf auch nicht aufgeben, gegen Doping, gegen Missbrauch anzukämpfen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit dem Kampf gegen schwere Krankheiten oder gegen Krebs. Ja. Da sind wir auch weitergekommen, da werden wir weiterkommen, aber wir werden nicht alle Krankheiten ausrotten können und genauso ist es mit dem Doping, weil wir sind Menschen, ne? Und es wird immer auch wieder neue Methoden geben, auch neue Versuche auch zu tricksen. Das ist einfach nur mal menschlich. Aber ich denke, man sollte versuchen,
eben irgendwo schrittweise weiterzukommen, ne? Und zumindest eine gewisse Gleichheit auch herzustellen. Das ist mein Anliegen, mein Statement. Der funktioniert nochmal? Ja, da möchte ich ganz hinten unbedingt anschließen, weil das ist eigentlich der ganz entscheidende Punkt an der Stelle. Es geht ja gar nicht darum, die ein oder andere Ausnahme wird es immer geben. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat irgendwas anderes. Und da muss es Möglichkeiten geben, auch die nicht auszugrenzen, die da halt irgendwelche, ich sag mal, genetischen anderen Richtig. Voraussetzungen haben. Der entscheidende Punkt ist, es muss eine Vergleichbarkeit auf der ganzen Welt geschaffen werden, damit jeder die gleiche Chance hat, unter den gleichen Bedingungen das zu machen. Und solange das nicht da ist, werden wir dieses Thema immer wieder haben. Und wie gesagt, Doping muss bekämpft werden, da sind wir uns eins, sind wir uns klar drüber. Das ist nicht das, was man möchte. Aber es muss eine Gleichheit da sein, solange die nicht da ist, wird es schwierig. Die Athleten? Ja, Schlussstatement? Also, ja, absolut. Kann ich mich auch nur anschließen. Also habe ich ja vorhin auch schon gesagt, für alle die gleichen sozusagen Voraussetzungen. Und dann sind wir schon mal 100% weiter als jetzt. Und ich sage, aus dem Esel kann man kein Rennpferd machen. Die da vorne mitfahren und gewinnen, das sind alles Ausnahmesportler. Die können es einfach. Aber was, nur mal wieder unter den Radsportlern nochmal, was machen wir jetzt mit diesen Indizien, die man auch bei dieser Tour, ich habe das jetzt mal weggelassen, drei Moderationen, die man auch bei den Indizien, die wir bei Armstrong und seinen verschiedenen Teams gesehen haben, diese Dominanz am Berg, dass keiner der Konkurrenten überhaupt nur annähernd folgen konnte und wo wir dann mit viel Zeitverzögerung erfahren haben, dann gab es ja noch Floyd Landis, der unseren Andreas Klöden 2006 übel um den Tour de France-Sieg betrogen hat, meine Damen und Herren. Nachweislich, Floyd Landis 2006, wo ich beschlossen habe, da fahre ich jetzt nicht mehr hin. Ja, die haben es halt auch übertrieben. 164-facher Testosteronwert. Aber jetzt sehen wir wieder diese Indizien bei der letzten Tour mit dieser Dominanz der Sky-Mannschaft. Wahnsinnige Abstimmung. Aber die haben natürlich auch super Rennfahrer im Team. Ne? Und der Frum ist halt auch eine Ausnahme. Ne? Der kann es einfach. Und der Cunnings, um jetzt nochmal Radsport-Fachmann, der Edeldomestik ist auch auf dem Niveau. Ne? Absolut. Gut. Aber da ist jetzt, glaube ich, nicht bekannt, dass die Krankheiten haben. Das ist also das. Aber gut, wir wollen das nochmal festhalten. Ja, obwohl ich schon viel Schlimmes erlebt habe, wollen wir das nach wie vor niemanden unterstellen und im Zweifel für den Angeklagten, was man bei dir nicht gelten lässt. Richtig. Und jetzt will ich nochmal Stefan hören für die Zukunft. Wie siehst du die Entwicklung? Ja, es ist ja alles richtig schon gesagt worden. Es muss eine Chancengleichheit geben für die Athleten, das heißt also auch weltweit richtig. Halt die Möglichkeiten. Und zum anderen, was ein bisschen jetzt untergegangen ist, natürlich die Tatsache, dass ich auch weiß muss, wie ich sanktioniert werde. Es kann eben nicht sein, was wir jetzt schon gehört haben, dass eben welche, die zwei, drei Mal auffällig waren, eben immer wieder starten dürfen. Also wenn, dann habe ich das Startrecht verwirkt bei solchen Veranstaltungen. Das ist einfach ein Fakt auf Lebenszeit und das muss einfach der Punkt sein. Und vielleicht hilft das eben von dieser Seite auch, die Sache ein bisschen enger zu fassen. Genau. Also auch die Abschreckungssperre auf Lebenszeit. Richtig. Ja. Das ja. ist da seid ihr auch dafür. Ja. Oder wer sich auch gezielt den Kontrollen entzieht. Mhm. Ne? Auch die sollten natürlich dann irgendwann die Konsequenzen spüren. Ne? Richtig. Ja? Das ist der Punkt. Also fest steht. Vielen Dank. Herr Simon, vielen Dank auch, dass Sie geblieben sind, meine Damen und Herren. Dass ich ausgerechnet Claudia jetzt das Wort abschneide. Aber irgendwann, ich lade alle ein in den Biergarten. Das Wetter ist ja noch so. Ich trinke jetzt sowieso viel Bier. Ich darf ja wieder. Mein Arzt sitzt übrigens hier. Ja, also mir kann ja gar nicht sagen. Mein Leibarzt. Auch beim Sport kennengelernt natürlich. Ja, auch beim Sport kennengelernt. Ja. Ich habe mal versucht, Tennis zu spielen. Er konnte das irgendwann besser als ich. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken schon, wir haben uns an das Thema herangetraut und die Ereignisse des Sommers haben ja auch eigentlich danach geschrien. Wir bleiben trotzdem optimistisch. Sport wird es immer geben, solange es Sie gibt, solange es Leute wie hier auf der Bühne gibt. Und wir werden nicht die Quadratur des Kreises erreichen, aber wir werden immer besser werden in dieser Geschichte und ich glaube auch wieder an Erfolge deutscher Leichtathleten und Schwimmer bei Olympischen Spielen. Nochmal der Appell auch an die Medien. Christian, ich weiß nicht, wie groß dein Einfluss noch ist, aber jetzt, wenn du bald in Rente gehst, dann darfst du. Die Medien und auch unsere öffentlich-rechtlichen Medien, die wir so oft schelten, wir brauchen sie. Wir brauchen sie, damit sie uns den Sport und nicht nur den Fußball und nicht nur Krimis
ja, sondern den Sport, und das können wir über die Politiker durchstellen, auch den Turner, auch die Schwimmer, auch die Leichtathleten, weil alles ist spannend, man muss es den Leuten nur zeigen. Und auch Sitz, Basketball, Paralympics ist spannend. Ich habe da mitgefiebert, Wahnsinn, wie die den Ball beherrschen und wie die den Ball da oben reinkriegen. Und es ist doch große Klasse, wenn behinderte Leute so sich in ihrem Leben motivieren können und solche Erfolge auch für Deutschland erreichen können. Ja, meine Damen und Herren, Abmoderation, Sie haben es schon gemerkt. Ich verspreche Ihnen, wir werden zu gegebener Zeit, wenn mal wieder Ereignisse sind, dieses Thema wieder aufnehmen. Und wir werden auch, Claudia, versprochen, und Matze, euch weiter verfolgen. Und dann, wenn wir wieder ein gewisses Ergebnis haben, hoffe ich, dass ihr wieder kommt. Dass ihr wieder kommt. Übrigens, ich komme noch dazu. Ja, Dank, meine Damen und Herren. Dank muss ich sagen, vor allen Dingen, das gehört heute dazu, an unsere Werbepartner, an den neuen Werbepartner Quattro Horse. Er konnte heute durch die Verlegung nicht da sein, aber er soll genannt sein, Geschäftsführer Gerd Mielke, an Kristallica mit ihrem, das ist schon ein treuer Partner von Anfang an, mit ihrem Geschäftsführer Stache, Lutz Stache, an die Steuerberatung Kretschmer hier im Saal, das erste Mal als Werbepartner dabei. Ich bedanke mich auch bei einem, das will ich mal loswerden, einem im positiven Sinne Radsport, total Radsportverrückten, der uns alle immer wieder bei der Stange hält, uns immer wieder zusammenbringt. Ich nenne dich ja Pressereferent, obwohl du das nicht für mich persönlich bist, aber du leistest einfach die Arbeit. Ein Radsportverrückter aus Berlin, Manfred Braun, da sitzt er. Manni, vielen Dank. Immer im Hintergrund, aber das musste heute mal sein, Didi. Absolut. Ne? Auch wenn er uns manchmal auf die Nerven geht im positiven Sinne. Aber ich kenne ihn seit 72. Das brauchen wir. Und Manfred, du hast Ost- und Westradsport zusammengebracht. Wir beide damals in Berlin. Du hast mich erinnert, SC Charlottenburg trifft SCC, trifft SCC. Auch das soll noch erwähnt sein. Ja, meine Damen und Herren, ganz wichtig für uns und auch für Sie, Vorschau. Wir haben es endlich geschafft. Am 17. November, merken Sie sich das vor, kommt unser Altministerpräsident Matthias Platzig. Dank der Hilfe seiner Partei. Ja, Genossen, ja, kann man sagen, ja, die das für mich organisiert haben, für Sie organisiert haben. Wir werden also eine One-Man-Show mit Matthias Platzig zu den politischen Ereignissen, sein Lebenswerk würdigen und wollen vorausschauen. Und es gibt auch eine One-Lady-Show, die sage ich Ihnen schon an. Am 27. April kommt die Grande Dame der Linken, Sarah Wagenknecht. Da mache ich dann hier eine One-Lady-Show. Jetzt werden wieder einige sagen, ist der jetzt ganz nach links weggerückt. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da kriege ich Unterstützung. Und wer mich uns unterstützt, der sitzt doch auf der Bühne. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Aber um da ein bisschen gegenzusteuern, nach Matthias Platzek am 26. Januar machen wir wieder unser klassisches Format. Und da hoffe ich, dass auch zwei Vertreter von zwei anderen Parteien da sind, die hier noch gar nicht waren. Ja, weil ich muss Ihnen sagen, ich kriege auch Beschwerdebriefe. Ja, wir waren doch noch nicht und wir noch nicht. Aber das ist ja, wir werden wahrgenommen, das ist gut. So, meine Damen und Herren, das war das Offizielle. Jetzt nochmal persönlich der Dank. Wir bedanken uns bei einer echten Ice Queen, die weiter um ihr Recht kämpfen wird und der wir dabei alle Daumen drücken. Claudia Pechstein. Wir bedanken uns zu Ihrer Rechten bei dem Gentleman, habe ich mal gesagt. Sieht er doch so aus. Des westdeutschen, darf ich noch sagen, Radsports. Und der Radsport-Ikone der 70er Jahre, Didi Thurer. Didi, herzlichen Dank. Ebenso herzlich bei unserem, ich habe es schon gesagt, Cottbuser Laufwunder oder Lausitzer Laufwunder, der oft bester Weißer war, Stefan Freigang. Ja. Zu meiner Linken bei einem echten Journalisten, Andreas, der heute für den Sport ficht, weil er mal Fechter war. Andreas Gerlach, schön, dass du da warst.
Und bei einem medizinischen Unternehmer, das konnten wir heute nicht beleuchten, deswegen habe ich es nochmal so als Begriff, alleine dran, ja. Der nicht nur Golf, sondern auch richtigen Sport versteht, ja. Dr. Frank Kästner. Und nicht minder herzlich bei unseren, ich habe das mal Saalkandidaten genannt, Dr. Kai Wunderlich. Und wie gesagt, bei einem echten Meister des Sports, der Sowjetunion, das heben wir uns mal für eine spätere Talkshow auf, Matze. Und der, ich habe nicht Kampfdrohne, sage ich nicht, weil das haben die Öffentlich-Rechtlichen mal gesagt, der Schutzdrohne, wie man heute auch wieder erlebt hat, der Schutzdrohne von Claudia Pechstein, Matthias Große. Ja, liebe Sportfreunde, meine Damen und Herren, schön, dass wir alle durchgehalten haben. Es ist so spät geworden, ihr habt es gemerkt, weil die Uhr hat versagt. Und ich habe dann irgendwann mal auf die Armbanduhr geguckt und bin erschrocken. Vielen, vielen Dank. Nutzt, wir werden ihn nutzen und uns abkühlen, den Biergarten, bevor es im November bei Matthias Platzek dann zu kalt da draußen ist. Trinkt mit uns noch ein Bier. Nutzt die Gelegenheit, unsere Stars näher kennenzulernen, euch Autogramme geben zu lassen. Und dann wünsche ich uns allen Prost und ein schönes Wochenende. Zum Vielen Dank. Wenn man hier den Schluck aus, kommt er auch.